das anderen uns Leid zufügen. Kapitel 3, der Friedhof. Ey, wir haben unsere Schere wieder. Geil. Dankeschön, Mister. Was? Alter. Du. Okay, wir sind jetzt am. Au! Okay, wir sind jetzt tierisch im Eimer. Wenn ich das gerade so sehe. Nein. 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 Aber die Frage ist ja, um die Augen zu bekommen, mussten wir jemanden verletzen, oder? Also. Autsch, Alter. Gut, ich werde nicht schlau draus, bin ich ehrlich. Ey, jetzt blute ich hier alles voll, oder was? Nee, doch nicht, okay. Ich finde schön, dass wir noch die Streichhölzer übrig haben. Blutbefleckte Blume aktiv. Ja, ist schön. Guck mal hier. Wow. Oh nein, sie weint. Hä? Okay. Warte, ich will gucken, kann ich bei ihr was machen? Memento Mori. Ja, das war auch irgendwie ein bekannter Spruch, den ich leider jetzt nicht kenne. Hallo? Lass mich rein! Ich bin auch ganz, ganz lieb. Es tut mir leid. Ich wollte euch nichts tun. Ah, cool. Warum kann ich da die. Alter, jetzt geht's aber ab hier, ey. Ja, gut. Boah, jetzt fehlt nur noch dieses I see you. Oder wie das war. Warte mal, kann ich jetzt hier? Geil. Dann einfach mal schön. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Tralalala. Lalalala. Ist das ein Zombie? Wie bitte? Willst du Knochen? Willst du Schlüssel? Willst du Schnippschen? Warum? Faulend. Warum? Warum hab ich das? Warum geht das? Warum? Was zum Teufel willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Ich hab doch ja nichts gemacht, ey. Ich versuche nur zu leben. Und nicht zu sterben und so weiter und so fort. Ach, jetzt geht auf einmal der Schlüssel. Wäre nice. Okay, Handschuhe. Mo nee, oder? Hätte ich die Handschuhe nehmen können, bevor ich die Rose aufhebe? Also die blutige, dornige Blume da. Also das würde ich gerne in einem weiteren Durchlauf gerne probieren, ob das geht. Wie gesagt, das ist jetzt der
ja, ne? Am Anfang ist es ja immer so, dass man keine Ahnung hat, was hier eigentlich abgeht. Hallo, die Dame, was machst du hier, mein Kind? Bist du gekommen, um nach der Ursache unserer Probleme zu suchen? Verlorene Mühe. Der Tod hat schon längst diesen Ort verlassen. Wir sind nicht fähig, diesen Traum ohne Tod zu verlassen. Wie du siehst. Wir müssen hier sterben, um wieder zur realen Welt zurückzukommen. Traurigerweise hat der Tod seit langer Zeit keine von uns mehr besucht. Auch nicht jene, die von diesem fürchterlichen Monster heimgesucht worden sind. Komisch, dass gerade die Unsterblichkeit den Menschen Leid zufügt. Ja, wie du bereits bemerkt hast, sind nur die Menschen unsterblich. Nichts ist hier real. Die ganze Welt setzt sich aus Fantasien zusammen. Leider wird es von Stunde zu Stunde immer schlimmer. Die Menschen haben Angst vor ihren Wesen, Verstand, Monster hervorbringt. Der Albtraum wird zum schlimmsten Albtraum. Der Kreis schließt sich. Wollen Sie eine Hand kaufen? Du musst dich nicht um mich sorgen. Ich kann auf mich aufpassen. Ich bin hier seit einer langen Zeit und kenne ein paar Tricks. Wenn du weiterhin deiner Suche nachgehen möchtest, dann solltest du in der Krypta nachsehen. Dort könntest du etwas Nützliches finden. Doch die Tür ist mit einem seltsamen Schloss verschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie man sie öffnen kann. Okay. Suche nach Hinweisen in der Krypta. Ich weiß aber nicht, wie man die Tür öffnet. Ja, das, Dankeschön. Wow. Danke, das war ja sehr hilfreich. Hi. Bin wieder da. Nee, warte mal. Ja, hier. Ist das ein Wurmeli? Ist das ein... Ach Gott. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Erstmal den Untoten vollbluten. Okay, Also, was sehen wir? Wir sehen ein Bild, was mir nichts sagt. Ach, Mist. Ich hab doch bloß einen Knochen. Wo soll ich jetzt den zweiten Knochen herbekommen? Da! Ach, schade, kein zweiter Knochen. Reich mir die Hand, Genosse. Gib mir den Knochen. Nein. Okay. Ich werde auf jeden Fall heute gut schlafen können, wenn ich die Geräusche höre. Wir haben einen Knochen, aber wo kriegen wir den zweiten her, um das hier zu lösen mit der Krypta? Und der Dude?
Ich kann an ihm ja nicht noch mal dran rumexperimentieren. Beziehungsweise ihm noch etwas. Ach so, warte mal, hier. Okay. Ah, aua. Hey, lass das. Tiefe Wunden. Alter, wir sind so im Eimer, ne? Das wird so, das geht so, also ich. Ah, okay, hier sind wir. Hier haben wir ja auch noch was. Autsch. Wow, die beißen mich trotz Handschuhen. Okay, ich glaube, sie frisst erstmal. Also, ja, wenn es schmeckt, ne? Ich meine, hey, kann man ja mal machen, ne? Ist sie jetzt fertig mit Futtern? Kann ich jetzt wieder zurückgehen und... Natürlich ist sie noch nicht fertig mit Futtern. Ich bin ja zumindest froh, dass sie mich nicht beißt oder irgendwas macht, ne? Dass sie halt wirklich gechillt ist. Hä? Warte mal. Warte mal. Hä? Wo ist... Ja, das ist klar, das ja, ist, ja, warum auch nicht, ne? Ich meine, hey, wenn... Ja, warum auch nicht? Wenn die Vogelscheuche Hunger hat, dann soll sie gef. Oh, Junge, 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 ist das heftig. Hä? Warum sind jetzt die ganzen Raben, Vögel tot? Warum sind die tot? Hä, Moment.
Also, okay. Was passiert hier? Ich meine nicht, dass es mich stört, ne? Ich meine, hey, ich habe damit nichts zu tun. Das ist hier die böse Scarecrow-Maske. Okay, das klingt interessant. Das geht nicht. Das ist der böse Scarecrow, der da rumfliegt. Hör doch mal auf zu futtern. Ich brauche den. Oder warte mal. Okay, wir gehen noch mal. Warte. Wo war das jetzt? Okay, hier ist das. Genau, hier kommt die Hand raus. Die können wir nicht nehmen. So. Wie geht es unserer Freundin? Wie geht es der Dame? Suche nach Hinweisen in der Krypta. Weiß nicht, wie man sie öffnet. Gut, das ist schön. Ey, 100 Pro wird die als nächstes irgendwo rumliegen. Aber warum... Klopf, klopf. Was ist das denn? Faulendes Fleisch. Ach so, das kann ich jetzt der Spinne geben und dann ist die Spinne glücklich und denkt sich so, geil, faulendes Fleisch. Das esse ich gerne. Nein, du bist nicht das faulende Fleisch. Obwohl, was sagt sie dazu? Suche nach... Okay, ist ja gut. Oh, nee. Bitteschön. Willst du faules Fleisch? Ja, danke schön. Danke schön. Wenigstens jemand, der es genüsslich mag. Schädel. Möchtest du einen Schädel haben? Nein. Ah, okay. Kann ich hin rein? Klopf, klopf. Ja, klopf, klopf. Okay, es will mich ärgern. Das will mich ärgern. Kann ich mit ihr noch mal reden? Hier liegen ganz viele Vögel rum. Hier ist nichts. Das Tor ist kaputt. Hier Vögel, Vögel, Vögel. Schädel. Kaputt, kaputt, kaputt. Alles kaputt hier. Alles Mist. Liebe Dame, geben Sie mir ein Stück Ihres Armes. Warum? Oh, guck mal, wie die sich jetzt bewegt, die Frau.
ist ja gut. Oh, danke. Nice. Hat ja nur 3 Stunden gedauert, bis sie das mal weggefuttert hat. So, rein da. Jo, natürlich. Wir spielen jetzt Sensenmann. Arebeni Morindi. Arebeni Morindi. Was passiert jetzt? Kommt jetzt jemand? Ah, Kerzen. Mhm, oh Gott. Was? Okay. Können wir noch nicht machen. Gut. Können wir noch nicht machen. Okay. Oh, wow, jetzt brennt überall Licht. Gucken, wie es unserer Dame geht. Der Morgen kommt nach jeder Nacht. Dann beginnen die Menschen von ihren Träumen aufzuwachen. Versuche die Nacht irgendwie zu beenden. Vielleicht kann uns das weiterbringen. Okay. Was macht unsere liebe Vogelscheuche? Unsere süße Scarecrow, was macht die? Okay, sie weint noch. Schade. Hallo. Okay, das ist jetzt unangenehm. Scarecrow ist weggelaufen. Das finde ich nicht gut. Scarecrow, wo bist du? Bist du hier? Okay. Ist Scarecrow bei der Spinne? Da? Nein. Ah, okay. 2 Sterne müssen wir noch finden. So, hier kommen wir zum Schuppen. Da ist aber kein Stern. Hier oben sind keine Sterne. Dann gehen wir hier nochmal hin. Dann kommen wir wieder zurück. Okay, dann gehen wir hier lang. Dann kommen wir zur Spinny. Zu Spidey. Dann gehen. Warum ist das hier?
Okay. Suche nach einem Weg, um die Nacht zu beenden. Einfache Warten reicht nicht aus. Nicht in dieser Welt. Okay, dann gib mir einen Stern. Wenn du einen Stern hast, bin ich glücklich, weil dann haben wir das Ding gelöst. Guckst du hier. Hier ist nur noch ein Stern. Ernsthaft? Okay, das war ja gut. Das erklärt, warum dort auf einmal so ein Stern drauf ist. Ja, natürlich ein Pentagramm, warum auch nicht? Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ne? Oh, das Tor ist offen. Aber bevor wir dahin gehen, will ich gucken, wie es unserer Dame geht. Sie war hier. Nein! Ich habe es nicht gelesen. Ah. Im Versteck muss ich etwas sehr Wichtiges befunden haben. Etwas so Wertvolles, dass es sogar den Tod herbeigerufen hat. Okay. Dann auf und davon. Ne? Auf und davon. Da, da und don't follow me. Was willst du machen? Ein Stück Radiergummi. War ein Stück Radiergummi? Oh, guten Tag. Hallo. Bitte hab keine Angst. Nein, nein, alles gut. Draußen geschehen furchtbare Dinge, aber hier ist es angenehm und sicher. Aber zu wem spreche ich überhaupt? Du bist dieser Schurke, oder nicht? Ich habe gehört, dass du im Krankenhaus böse Dinge getan hast. Das ist nicht das Verhalten einer artigen Person. Du solltest dich schämen. Deine Eltern werden darüber nicht glücklich sein. Hast du überhaupt Eltern? Ich habe keine, aber mein Freund hatte welche. Er bat mich, auf sie aufzupassen. Sie schlafen tief unter der Erde, vergraben. Sie bereiten mir keine großen Schwierigkeiten, aber es wäre einfach, wenn ich meinen eigenen Körper hätte. Jemand hat ihn gestohlen und hinterließ mir dies. Das war gar nicht schön. Kannst du mir helfen, mein Körperchen zu finden? Klar. Geh ins Krankenhaus, Junge. Geh ins Krankenhaus. Ich wünschte, ich würde meinen Körper schon wiederbekommen. Ja. Leichenhalle? Jo, ach, guck mal hier. The Living Dead. Oder auch The Walking Dead. Der gute Walking Dead, ne? Wer es kennt? Das Bild. Ist das der Doktor? Hallo, Herr Doktor. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Probleme? Haben Sie Beschwerden? Ich habe Feuer. Machst du Auge? Mache ich Feuer. Machst du Auge?
Alter, ist das schön. Wir kriegen einen Einmachklar. Oh! Immer mit der Ruhe. Wir gucken uns gerade noch um. Hallo. Ja, gut. Kopf des Bären. Ah, gut, ne? Also, kann man noch. Okay, der böse Blick hat uns eingeholt. Schlechte Sehstärke. Also wir sind so schlecht. Wir sind so schlecht. Schlecht ist das. Neutral ist das und gut ist das. Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Hä? Was ist denn das jetzt? Oh, wir kriegen ein. Ja klar, warum sind es immer Augen? Oh, okay, der Weg ist blutig. Ach, guck mal, die Vogelscheuche hat uns den Weg geöffnet. Wie geht's unserer Freundin? Der geht's gut. Geht's gut? Hast du ein Stück des Radiergummis gefunden? Das muss es sein. Der Tod hat die Menschen aus dieser Welt wegradiert. Wenn wir doch nur die restlichen Stücke finden würden. Oh, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Hallo, Herr Vogelscheuche. Hua, spüre meinen Zorn. Kapitel 3 abgeschlossen, freigeschaltet. Okay, Pflanzen, Böse und Sehstärke, Schwäche. Es geht weiter.